Kangaroo. Elephant. Ich habe hier einfach eine Wand eingeschlagen. Aber dabei sieht man hier nichts. Wie hätte man das herausfinden sollen? Ich habe einfach jetzt nichts geschlagen gerade. Müssen wir uns das merken? Ich bin ganz schlecht in den, ich packe meinen Koffer. Birds. Suffocate. Rainbow. Present. Smile. Money. Kite. Torture. Cheerful. Also wofür sind wir hier? Hearts. Hope. Strangulate. Flying. Angel. Blue. Tree. Cuddles. Deportation. Coffee. Game. Apple. Monkey. Banana. Genocide. Yellow. Beschreibt der, wie man ein tolles Frühstück hat und morgens aufsteht? Ja, ich bin wieder crazy geworden, aber ich nehme jetzt einfach ein paar Tabletten. Tic Tac Nummer 1. Tic Tac Nummer 2. Und Tic Tac Nummer 3. Und schon geht's uns wieder toll. Ja, ich, keine Ahnung, geh dann mal wieder. Ja, ich gehe. Keine Ahnung, warum ich mir das hier geben sollte. Ah, es geht auch nur hier hin. Okay, guck. Aber warum darf man das nicht sehen? Ich habe jetzt einfach mal die andere Seite ausprobiert. Und da können wir einfach in unser Zimmer sehen. Verstehe ich. Oh nein, ich habe Lärm auf Scherben gemacht. Muss mehr Tabletten fressen. Wir hätten mehr Tabletten mitnehmen müssen. Das wusste ich aber nicht. Okay. Die restlichen legen wir zurück. Kann man nochmal abbiegen. Ey, man sieht nichts, oder? Seht ihr was? Ich sehe nichts. Cool, du musst mit beiden Händen greifen, um es zu verwenden. Keine Ahnung, wofür ich das habe. Die Uhrzeit ist hier genauso stehen geblieben wie überall woanders auch. Das ist einfach ein Bett. Mann. Hier ist einfach nichts Besonderes. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, wie wir gehen können. Hier ist auch eine Wand, die man aufschlagen kann. Die sieht man aber. Dahinter sind die Boys. Mein Hammer ist weg. Hallo. Will jemand eine Milch? Dope Milk. Dope Cow Milk. Ja. Ich habe auch Kakao dabei. Ich mache euch einen Kakao. Ja, der Hammer ist jetzt für immer gone, oder was? Ja, was soll ich denn jetzt machen, bitte?
Game. Jetzt kann man die Wand da hinten einschlagen. Ah. Aber nicht, wenn man umgebracht wird. Aber was hat das jetzt ausgelöst? Ich war doch leise. Vor allem, was ist das für ein Kapitel, bitte? Von niemandem. Vielleicht ist das Kapitel von uns. Wieso können wir jetzt noch nicht die Wand einschlagen? Wo ist da der Unterschied? Yay, das Zimmer ist freigeschaltet. Jetzt ist die Wand angekratzt. Jetzt können wir sie nicht öffnen, okay. Vielleicht dürfen wir einfach nur nicht zu wahnsinnig werden. Weil das ist ja unsere Krankheit, die uns da killt. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Und nochmal Pillen. Hui! Tic-Tacs für alle! Das Problem ist, ab hier sehe ich halt literally nichts mehr. Ich mache das einfach immer nach dem Licht, das man da sieht. Aber das scheint richtig zu sein, so wie wir das machen. Können wir auch jedes Mal dieses Geräusch. Jetzt nicht die Pillen wegwerfen. Jetzt rennen wir darüber. Was macht man, wenn man keine Pillen dabei hat? Ich frage für einen Freund. Und der Hammer, der fehlt halt jetzt einfach. Also, er ist jetzt weg. Ich drop den nicht. Ich dachte, ich hätte ihn eben vielleicht gedroppt oder so. Aber so ist es nicht. Das? Das zweite Teil davon, was wir brauchen. Oh ne, da geht's wieder ins Krankenhaus. Oh. Nee. Es geht einfach zu uns. Komm. Weil ich so gut drauf bin, noch eine Pille. Jetzt müsste es wieder sehr gut gehen. Okay. Literally keine Ahnung, wofür wir das brauchten jetzt. Wir haben halt das gemacht, was wir auf der Videokassette gesehen haben.
Ah, ihr habt so schwere Schritte, ne? Oder wir tragen so richtig feste Schuhsohlen. Danke, Radio. Oh no. Warum ist hier ein Fleck in der Wand? Interagieren? Fragezeichen. Milch. Kakao. Digga. Nee, for real. Und hier ist auch so ein bisschen Matsch. Reicht jetzt hier. Licht bleibt an. Oh, guck mal, die Pillen waren gehighlightet. Ja, dann. Warum ist diese Grütze in der Wand und warum ist das Fragezeichen? Unsere Steps waren doch vorher nicht so, oder? Also so intensiv, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht bin ich auch einfach gerade nur hellhöriger geworden. Ja, jetzt sind wir eigentlich wieder an dem Stadium, wo ich wieder nicht weiß, was wir machen sollen, weil wir haben halt das, was wir jetzt gemacht haben, wegen einer VHS-Kassette gemacht. Aber nicht durch einen Kampagnenabschnitt. Kompagnonenabschnitt. Ach so. Guck mal, die Sachen hiervon, das in der Mitte hinten durch, die Teile setzen wir zusammen durch die VHS-Kassetten. Deswegen, da fehlen ja noch vier. No, und VHS-Kassetten haben wir vier noch nicht gefunden. Aber die Kampagne ist nicht davon betroffen. Ja, toll. Ja gut, ich werde nachher nicht alle VHS-Kassetten suchen. Ich will ja nur die Kampagne, also die Geschichte machen. Da kann man anscheinend auch noch irgendwas drin haben in dem Bild. Ich hoffe, ich finde die noch so mitten in der Kampagne. Aber jetzt... Schwieriger ist... Der ist ja jetzt ein schwarzer Fleck in diesem Zimmer, in diesem Haus. Und der bleibt ja anscheinend für immer da. Das ist mit den Spiegeln nicht der Fall. Warum? Ach, können wir jetzt vielleicht die Leiter nehmen? Ich weiß, wir brauchen die schon gar nicht mehr wahrscheinlich, aber... nee, ja, cool. Well... Hier könnte eine Kerze aufgestellt werden. Oh, warum ist denn hier die Tür zu? Was ist das denn für ein Quatsch? Das ändern wir aber direkt mal wieder hier. Warum ist hier eigentlich immer Licht aus in diesem Gang? Check ich nicht. Nee, unten ist auch einfach sonst nichts mehr. Ist wir jetzt hier im Wald? Nee. Das vierte Feuerzeug ist vielleicht wirklich zu viel. Wir sollten als nächstes Tabletten wieder mehr mitnehmen. Hier, komm. Ah, das ist leer, okay. Stehen hier irgendwo Tabletten rum? Nee, dann war das der andere Vorratsschrank, ne? Nee, der nicht. Ich würde halt schon gern Tabletten mitnehmen. Lieber als drei Feuerzeuge. Rüst meins aus. Das geht auch noch. Sehr gut. So, in der Küche ist auch nichts Ungewöhnliches. Das Ding ist, ich müsste jetzt diesen Kampagnengegenstand finden und ich weiß nicht, welcher das ist. Also, um die Story zu starten. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt richtig irre werden, werden wir hier von unserer Krankheit trotzdem gekillt. Das ist das Problem. Das heißt, wir können nicht für immer hier verweilen. Hm.
Wieso ist diese Tür für immer zu? Das klemmt. Ach, das klemmt war wirklich für immer zu. Risse? Ja, keine Ahnung, da muss oben vielleicht noch irgendwas sein. Dieses Loch. Jetzt aber wirklich nicht, was wir damit machen sollen. Es lässt uns auf jeden Fall dümmer werden. Ein Kind, das die Tür ist zu. Das ist ja nicht normal. Ah, wenn du den Gegenstand aufnimmst, beginnst du ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, wenn du diesen Abschnitt. Okay, wir müssen ihn annehmen. Ja, annehmen. Gefunden, Panda-Bild. Oh ne, das ist Kind. Das ist Kind. Lucys Kapitel, heimtückische Freund. Nee. Nee, wirklich nicht. Ich will das nicht. Das wird wirklich gruselig jetzt, Leute. Das will ich nicht. Lucy. Sie ist die Katze früher von mir. Aber weil die dumm war, habe ich die immer Lucy genannt. Okay, die war nicht dumm, die war alt. Sehr, sehr alt. Und die hatte Demenz. Was sehr traurig ist, aber glaube ich normal. Was war das denn gerade? Die Sicht hat sich gerade komplett geändert, als wenn wir so nach hinten gezoomt worden. Was ist denn jetzt mit Lucy? Kapitel begonnen, Lucy. So, und dann stehst du ja wieder in dem Game hier. Ne? Ich liebe das. Aber auch gleichzeitig ist es so lost. Wir haben auch noch nicht den Schlüssel für den Tresor. Das ärgert mich. Können wir uns hier... Ja, wir können uns hier hinsetzen. Oh, geil. Tief einatmen. Einen Schluck Kaffee trinken. Wasser meine ich. Den Kaffee habe ich tatsächlich jetzt mittlerweile geleert. Und wieder aufstehen. So. Lucy. Das war immer richtig cute. Die ist in so einem... in den Raum gegangen, hat vergessen, wo sie war, hat dann rumgeschrien. Und ja, wenn du dann bei der warst, haben wir wieder alles gut. Und das endete in, ich habe mir eine Tragetasche gekauft, um die ganze Zeit mit mir rumzutragen zwischendrin, wenn es halt gar nicht mehr ging. Wir haben ja das Bild. Da ist nichts drauf. Ein Panda ist da drauf. Dieser Panda guckt tatsächlich nicht sehr glücklich. Dann ist doch in ihrem Zimmer safe irgendwas, oder? Also ein Panda, das meine ich damit. Ja, guck, da ist er doch. Hallo. Ja, wieso kann ich den... Die Tür ist zugegangen. Die Tür klemmt. Check ihn nicht. Sarah and Dad. Den anderen Panda kann ich anpatschen. Warum kann ich den nicht anpatschen? Der verfolgt mich mit seinen Augen. Richtiges Side-Eye, wenn man hier steht. Ja, ja, schon klar. Was machen wir jetzt hier? So ein Riesenschrank einfach, ne? So ein Kind kommt doch vielleicht noch gerade da dran, aber doch nicht da oben. Voll geil, will ich auch haben. Maya, stimmt. Einfach Maya und dann Pudel mit Essen. Aber das war doch nicht Maya. Guck mal, die Puppe macht doch jetzt bestimmt irgendwas, oder? Tür geht nicht. Oh nee, es ist wirklich so ein Mama-Ding. Knock, knock. Ja, perfekt. Ja, hat schon aggressiver zurückgeklopft. Knock, knock. Alter, wenn mein Kind sowas zeichnen würde, ich würde mir ja Gedanken machen.
Jetzt ist die Tür hier offen. Boah, ich will das Viech nicht treffen. Oh, guck mal, hat ein Panda an die Wand gemalt. Ist der süß. Da hinten flackert das Licht. Hihihi. Ja, nirgendwo geht das Licht mehr. Okay, es ist. Ich habe nicht hingeguckt. Da ist keine Videokassette drin gewesen, obwohl es. Okay. Ah, da unten im Musikraum. Oh nein, die steht da, oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Da ist ein Auge aufgemalt. Aber die steht doch da, oder? Oh nee. Das sind so auch mit die schlimmsten Horrorspiele. Ne? Ich weiß nicht, wieso Frauen oder kleine Kinder so gruselig sind, aber ist das ein gutes Zeichen? Also der Typ auf Krücken war ja jetzt gar nichts dagegen. Na gut. Okay, Fernseher lässt sich auch nicht mehr ausschalten. Cool. Oh, das waren wir, sorry. Also es ist halt im Keller. Da gehe ich jetzt hin. Ne? Und werden dann umgebracht, weil wir uns nicht wehren und weil wir einen Überlebensinstinkt von einem Stein haben. Ich komme mit meinem Feuerzeug. So. Hallöchen. Ah, die hat nur Schnappatmung. Vielleicht, wenn ich ein schönes Lied auflege. Komm, ich mach ein schönes Lied an. Vielleicht wird die Schnappatmung dann besser. Njam, 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 erstmal noch eine Tablette schlucken. Ich glaube, das macht's nicht besser. Egal, wir lassen die Schallplatte drin, dann sterben wir wenigstens lustig. Warte, das Ding macht Fotos. Die Kamera. Nee, das ist. Nee. Nee, 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 nee. Ich hasse es. Ich hasse diese Mechanik. Da hinten steht sie. Hallo. Hihihi. Ich müsste da lang. Hihi. Hä? Es führt halt einfach an der Wand entlang. Ja, es ist alles nicht so vorteilhaft. Ja, solange die da hinten stehen bleibt. Ist auf jeden Fall nicht rein. Ich befürchte Schlimmes. Wir können die wahrscheinlich wegfotografieren. Nee, sie wird uns einfach nur umbringen wollen. Ah, guck mal, die ist so langsam wie der Krückenmann. Ist doch toll. Okay, per Play oder wie? Mach Fotos von dir. Ja. Ich droppe dir mein Feuerzeug und krieg dafür.
Spritze. Hey. Ja, ich speichere selber sehr gerne. Danke, Spiel, für den Tipp. Ich droppe dir doch nicht mein Feuerzeug. Du hast mir nur eine Spritze gegeben. Wer will denn eine Spritze haben? Boah, wenn wir die wegfotografieren müssen, ne? Ich meine. Besonders den muss man halt so richtig lang gedrückt halten. Der funktioniert nicht immer direkt, wie man sieht. Sondern nur alle paar Meter. War da jetzt überhaupt was? Ah, hier an der Wand. Toll. Also meine Nachbarn spannen ja immer. Die müssen sich jetzt auch denken, what the actual diddly duck. Und genau das denken die sich natürlich. Ich dachte, der alte Sack hat uns, also der, nicht der alte Sack, sondern der Dings hat uns schon auf umgebracht. Immerhin hat uns die Granny nicht einmal getötet, leider. Das geht einfach ins Schlafzimmer, ne? Oh. Nee, es geht ins Arbeitszimmer. Das hört sich irgendwie alles nicht sehr gesund an. Ja, komm, wir setzen uns hin. Okay, das wird nichts. Komm, wir setzen uns nicht hin. Ich kann kein Foto mehr machen. Doch jetzt. Cool. Hihi, hat sie gemalt. Mensch, du bist aber lustig. Ja, der Film ist gerade voll. Hihi. Wir können die tatsächlich einlagern, die Kamera. Immerhin haben wir irgendein Viech, was uns auf unser Kind aufpasst, ne? Falls wir sterben. Wenn das Kind überlebt hätte. Falls die Granny es nicht umgebracht hat. Das sind zu viele Wenn und Abers, ich weiß. Aber warum flackert das Licht da, Mann? Shit, was war das? Ah, nur der Schatten. Schöne Wolke. Oh Gott. Ah ja. Okay. Gilt. Schuld. Dann gehen wir zu Schuld. Das sind ganz viele Teddybären. Also entweder das ist eine Schildkröte oder ein Frosch. Ne, ist eine Schildkröte. Das ist der Panda. Ah, schön. Im Wald bei Regen ist bestimmt richtig frische Luft. Das ist doch angenehm. Oh, da ist ein großer Panda. Da sind viele Pandas. Ah, das sind wieder die Zeitei-Pandas, die verfolgen die Augen, ja. Ja, ja, schon klar. Heftigstes Zeitei. Erstmal ein Foto von machen.